Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play King's Quest, einem fantastischen Spiel. Und wir sind beim letzten Mal sehr unglücklich von unserem Reittier abgestiegen, sind durch den halben Wald gekullert und jetzt haben wir einen Händler kennengelernt. Und wenn wir ihm beim Wagenbau helfen, nimmt er uns mit zum Turnier. Das Rad war total hinüber. Ich brauchte eine andere Lösung. Ja, das Rad ist hier, aber wir haben ja beim letzten Mal ein paar Stöcke freigemacht. Kann ich hier lang? Nee. Komm doch nochmal hier rüber. Hep. Wo sind die denn hingeschwommen? Sie liegen doch hier bestimmt irgendwo am Ufer, oder? Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolin, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Nee, hast du nicht, okay. Kommt da noch was runter? Ah. Nee, kommt nicht. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen was finden, was wir klein hacken können. Eine kleine Axt mit Vorsicht zu gebrauchen und mein einziges Geld. 5 Taler. Ja, hast schon so ein Kreuz mit dem Geld. So, hepp. Und hepp. Und hepp. Nicht ins Wasser fallen, er kann ja nicht schwimmen. So, kann ich die irgendwie auswählen? Das Rad war schon kaputt. Ich musste es nicht verschlimmern. Ach so, na gut, okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas zum Holzhacken finden. Eigentlich kann man ja hier alles auswählen. Nee, hier nicht. Upsala. Hier hackelt es immer ein bisschen. Aber gut, das ist nicht so schlimm. So, wenn wir dann hier irgendwie ein bisschen Holz... Nee, reden will ich mit dem lieber nicht. Wir wissen ja, was für eine Quasselstrippe der ist. Ah, hier können wir mal versuchen. So. Hopp und hopp und hopp und hopp. Hui. Gut. Können wir ja rüber. Gehst du da rüber? Ja. Okay. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Oh, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Ach komm, hör auf, die sind lustig. Gut. Vielleicht kommen wir hier zu der Flussseite, wo die Dinger angespült worden sind. Oh. Da wackelt was im Busch. Hallo? Yeah, Mietz, Mietz. Keine Mietz, keine Mietz. Keine Mietz. Hack die doch ab. Ah, sehr schön. Nein, ich habe die Axt nicht gegen das knurrende Tier eingesetzt. Nein, du sollst den Busch weghacken. Dann siehst du doch, was da ist. Ah, okay. Ha, hier auch. Oh. Da waren keine Räder. Nee, da war jetzt etwas Wolfiges. Wie geil. Habt ihr gerade genau hingehört? Das war ein kurzes Musikstück aus Peter und der Wolf. So ein bisschen verändert. So die Musik, wenn der Wolf auftaucht. Du müsst doch mal jetzt ein bisschen zurückspulen und wenn ich hier hochgegangen bin, das müsst ihr euch mal anhören. Das ist aus Peter und der Wolf. Voll total geil. Aha, da oben ist ein Brunnen. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Mit dem gigariesigen Drachen. Tja, wir haben noch Mittel und Wege.
Ich konnte das Dorngras mit meiner winzigen Axt nicht hacken. Es bedurfte einer größeren, schärferen Klinge. Ah, verdammt. Haben wir dann kein Schwert so als Ritter? Ja, wir sind vielleicht ein Ritter in Ausbildung. Da hat man vielleicht noch kein Schwert. Oh, wo sind wir jetzt? Bei Dornröschen. So, erstmal klopfen. Hallo? Jemand zu Hause? Ne? Okay, klettern einfach über die Hecke. Und... hepp und hepp und hepp. So. Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in Daventry nicht bei der Parade? Aha, sind wir jetzt in Daventry? Aha, jetzt können wir das aufmachen. Sehr schön. Alles klar. Oh, total toll. Oh, oh, wie süß. Oh, wir können da sogar rein. Eine Bäckerei. Es roch einfach köstlich dort. Oh, wie süß. Oh nee, wirklich. Ganz fantastisches Spiel. Hallo, ist hier jemand da? Die Sachen sahen lecker aus, aber mit vollem Magen konnte ich nicht am Turnier teilnehmen. Ach komm, nur ein ganz kleines Stückchen kosten von diesen leckeren Kuchen. Aha, es sprach nichts dagegen, das harte Brot als Ersatzrad zu nehmen. Ich will auch so einen Zaubermantel, wo ich alles reinstecken kann. Und hartes Brot als Ersatzrad? Aber was ist, wenn ich damit durch Schlamm fahre? Aber ein Ritter muss sich ja zu helfen wissen. Oh, wie süß. Ich hatte Lust auf Marshmallows. Oh, ehrlich gesagt habe ich Marshmallows noch nie gegessen. Da kann ich nicht sagen, wie die schmecken. Es sah aus wie ein Schmiedeladen. Ja, das konnte man von draußen auch gut erkennen. So, da ist ein Amboss. Hallo? Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Soll ich ihm eine Münze reinlegen? Sie brauchten das Geld wohl dringender als ich. Oh, cool. Wir sind ja ein guter Ritter. Für heute hatte ich mir genug geborgt. Aha, wir hätten auch das Schild nehmen können, bestimmt. Und dann hast du dir alle Waffen genommen, richtig? Nein, Gwendolyn, ich suchte ein Rad, keinen Kampf. Gut, nehmen wir doch lieber ein altes Brot als ein Rad, das wie ein Schild aussieht. Okay. Das ist ja lustig, dass man so verschiedene Entscheidungen... Halt, wir waren hier aber noch nicht fertig. Hier zum Beispiel geht noch eine Treppe hoch. Kann man hier... Hm, das sieht aus wie so ein Krimskramsladen. Ich stieß auf eine Art Kuriositätenladen. Ja. Zwischen dem Krimskrams befand sich ein Schälchen mit der Bitte um Trinkgeld. Ach komm, geben wir unser letztes Trinkgeld. Ich sparte mein Geld für eine bessere Gelegenheit auf. Ah, okay, gut. Dem Schmied haben wir aber was gegeben. Es wurde scheinbar nichts gebraut. Ich betrachtete die Tränke, Kräuter und anderen magischen Dinge lieber aus der Ferne. Ja, besser als die zu probieren. Ich musste mir nur ein Rad borgen. Ah, hier hätte ich auch noch eins gekriegt, okay. Na, man weiß ja nie, wozu man das noch gebrauchen kann, ne?
Hätten wir halt auch einen Tisch genommen. Aber gut, wir haben Brot. Ein hartes Brot. Wo ich jetzt vielleicht doch eher die Tischplatte genommen hätte. Aber gut. Oh. Hallo? Hallo, dürfte ich mal vorbei? Nein, wir sind hier, um den Eingang zur Stadt zu bewachen und Gesindel draußen zu halten, während alle die Parade ansehen. Sonst würden die Lumpen in den leeren Läden Amok laufen. Zurück, Junge. Wir halten nach Eindringlingen Ausschau. Euch ist nicht zufällig aufgefallen, dass ich hinter euch stehe? Ach Gott, wie süß. Mach dich nützlich und halte mit uns Wache. Okay. Ist bestimmt spannend. Und du? Was machst du so? Kann ich mich hier vorbeiquetschen? Nee. Beiseite! Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder mit unserem Ersatzrad. Aus dem Tor hinaus, das eigentlich verschlossen war, aber man sollte keine Hecken an seine Burgmauern wachsen lassen. Wow. Ah, eine Abkürzung. Okay, wow, jetzt habe ich mich direkt ein bisschen erschreckt. Muss ich mir wirklich nochmal anhören, wie du über den umgestürzten Baum balanciert bist? Nein, wohl nicht. Ah, okay. Auch ich hätte es auch nochmal gemacht. Hallo, ich hätte denn da ein Rad für Sie. Also das da, so ein harter, runder Brotleib. Und damit könnte es doch klappen. Gute Wahl, Junge. Dank sei den Yarble-Smooths, dass dieses Brot so alt ist. Hoffentlich hast du nicht zu viel dafür bezahlt. Dein Gesicht lädt dazu ein, dich übers Ohr zu hauen. Da ist auch genau das Richtige. Aber jetzt müssen wir uns um wichtige Turnierangelegenheiten kümmern. Ja, ja, ich sollte meine Einhörner wohl nachts besser einsperren. Herr von Schlinger hat ein kleines Knabberproblem. So, los geht's. Warte, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Teilnahmeschein für das Turnier organisiert. Da du mir netterweise ein Rad gebracht hast, bin ich gewillt, ihn dir zu einem halbwegs günstigen Preis zu überlassen. Na, Interesse? Sonderangebote sind immer gut. Nein, danke, ich bin nicht interessiert. Ja, wie viel soll es denn kosten? Sonderangebote sind immer gut. Nur so selten, Junge. Wenn ich eins sehe, gebe ich dir Bescheid. Hier, bitte. So, jetzt duften wir aber von hier. Herr von Schlink, los geht's. Schling, mein Fuß, halt, stehen bleiben, stopp! Wir hoffen aufrichtig, dass dir dein Aufenthalt in unserer Luxuskabine gefallen hat. Bitte achte beim Hinaustreten auf deinen Kopf. Danke für die Gastfreundschaft. Nicht faulenzen, Junge! Du hast Glück, dass die Parade Halt macht. Da fehlt wohl seltsamerweise schon wieder eine Brücke, oder? Pass auf, wo du hintrittst, nicht, dass dein hübscher Umhang nass geweiht wird. Yoga, mein Guter! Denk auch an den kleinen Mann. Vor allem, wenn deine Taschen voller Gold sind. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie geil ist bitte dieses Spiel? Das ist ja total cool. Hallo? Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. Welche Situation? Zurück. Zurück, dieser Bereich ist für den Pöbel nicht sicher. Den Pöbel? Ich bin kein Pöbel. Hallo, entschuldigt die Verspätung. Ich stehe auf der Liste. Vorname Graham, Nachname? Die Liste befindet sich in der Arena, welche jenseits der Brücke liegt, die aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wir haben eine Notlösung angefordert. Der Auftrag ist in Bearbeitung. Bei den Budgetproblemen in letzter Zeit bin ich skeptisch wegen der Reparaturen. Können die zwei da nicht nachsehen? Kyle und Larry? Die sind außer Dienst. Frag nicht.
Keine Sorge, die Ritter in Spee da drüben finden schon eine Lösung. Dann können wir mit den Prüfungen fortfahren. Aber ich bin ein Ritter in Spee. Wenn ihr mir Platz macht, finde ich bestimmt einen Weg hinüber. Laut Deventry Dekret 6645 darf ein königlicher Gardist während der Dienstzeit auf keinen Fall und unter keinen Umständen seinen Posten verlassen. Naja, Addendum 237a erlaubt es uns, den Posten zu verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand in einer schweren Notlage ist. Ich sehe mich korrigiert. Und wir wollen kein zweites Rubenstern-Fiasko. Ein verspäteter Prüfling stellt aber wohl keinen Alarm dar. Wir können den Posten nicht verlassen. Befehl ist Befehl. Ja, also ich hätte gern den Passierschein A38. Wenn's geht. Wie lautet noch das Addendum? Laut Addendum 237a kann ein Gardist seinen Posten nur dann verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand Hilfe braucht. Ah, wir müssen also Alarm auslösen und wir müssen jemanden suchen, der Hilfe braucht. Vielleicht sind wir ja das selbst. Okay. Hier wird sich doch bestimmt was finden lassen. Aha. Ein Baum. Gut. Gucken wir erstmal an den Baum. Kommt her, Bienen! Oh. Die Bienen haben, glaube ich, keinen Bock. Weg von den Felsen, das ist gefährlich. Ach komm schon. Ja, okay, da ist kein weiterer Felsen, nach verdammt. Gut. Hier irgendwas? Ne, hier ist nichts. Schade. Aber wo sind denn jetzt die Bienen hin? Ach, da sind noch welche dran. Ne, die hauen immer gleich ab. Was habe ich? Ein Teilnahmeschreiben für das Turnier. Eine Axt. Können wir mit der Axt was machen? Hier vielleicht? Den Baum ein wenig? Hast du den Baum mit den wütenden Bienen umgehauen? Nein, mein Bienchen. Sind die Bienen denn jetzt hingeflogen? Zurück. Hier laufen äußerst wichtige Schutzmaßnahmen. Ja. Dieses Seil dient zum Schutz vor der fehlenden Brücke. Wenn ich dir mal den Zettel zeige... Bin ich mit einem Teilnahmeschein würdig genug? Tut mir leid, die Teilnahmescheine werden erst in der Arena eingesammelt. Ah, ja. Was können wir denn jetzt hier machen? Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. So, ja, ihr habt übrigens tolle glänzende Rüstung, muss man doch mal sagen. Also, tipptopp. Muss ich doch hier rüber? Weg von den Felsen, das ist gefährlich. Nein, das geht schon. Ich kann ja nicht ins Wasser springen. Ja, ich bin ja in Not. Lern schwimmen, Junge. Danke für die Rettung. Gern geschehen, Junge. Er hat mit mir geredet. Ich glaube, er hat mit mir geredet. Nein, nie. Wäre nicht das erste Mal, dass ich dich korrigiere. Wie man dich je mit mir verwechseln könnte, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Alt, aber nicht minder aktuell. Hä? Oh. Oh je, nicht gut. Bienen! Ja, die guten alten Bienen. Okay, sind wir, die Ritter sind schon mal weg. Gut, und bevor wir da mit denen sprechen oder
wie wir erfahren, wie es weitergeht, ja. Das sehen wir erst in der nächsten Folge zu Let's Play King's Quest Kapitel 1. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.